Heute habe ich Nestle Lion Kakao. Gab es bei Penny im Angebot. Den Preis habe ich leider vergessen, weil das schon vor 2 Monaten oder so war. Waren, glaube ich, 2,50 Euro oder 2,80 oder so. Nee, 3,80 kann nicht sein. Auf jeden Fall war es teuer und ich wollte es eigentlich nicht kaufen. Ich bin so 3 Tage dran vorbeigegangen, aber dann dachte ich mir so, Karamell und Schokogeschmack wollte ich dann doch ausprobieren. Das Lion Müsli schmeckt richtig geil. Die Cornflakes von Lion nicht. Obwohl das Müsli war jetzt auch nicht so, glaube ich. Ich habe ein Video gemacht, aber komplett vergessen, wie es geschmeckt hat jetzt so. Okay. Okay. Entweder teuflisch heiß oder göttlich kalt. Milch und... Ernsthaft? Man macht nur 2 bis 3 Teelöffel rein in so ein Großglas. Ich habe jetzt seit Jahren keinen Kakao mehr getrunken, obwohl eigentlich mag ich das. Ich meine, so gerade im Winter so einen richtig heißen Kakao. Aber irgendwie halt, ne, man kommt aus dem Alter raus. Die meisten jedenfalls. Und ich habe noch so dieses aus dem ganz alten USA-Special. Das war so ein Swiss Miss, hieß das. Und das waren so, keine Ahnung, so 8 kleine Portionen, so noch mit Marshmallow-Stückchen und sowas. Und die habe ich immer noch, weil ich so selten das Zeug trinke. Aber ich hatte mal Bock wieder irgendwie Nesquik oder so. Ich glaube, ich habe sogar. Diesen kalten Nesquik, den habe ich früher manchmal gekauft als Kind. Schon diesen fertigen in der Tetra-Pack. Aber weil es halt so teuer war, den normalen halt nie. Immer nur die Billigversion. Muss ich mal recherchieren, was es überhaupt für Sorten gibt außer Nesquik. Anders als gedacht. Es riecht auf jeden Fall geil. Ich stelle mich auch gerade dämlich an. Kennt ihr das, wenn ihr im Spiegel irgendwie mit der Hand irgendwie was machen wollt, dann ist irgendwie alles. So fühlt sich das gerade an, wenn ich durchs Display gucke. Eins.
Ja, ist noch zu früh, aber egal. Ah, schmeckt ganz anders als normaler Kakao. Aber zu wenig. Vielleicht haben diese Cola-Gläser, das ist so ein Coca-Cola-Glas. Ich glaube. Nee, ich glaube nicht die von McDonald's. Vielleicht haben die 300 Milliliter oder so. Obwohl normalerweise Standardgläser immer 200 haben. Da ist hier unten so ein Strich. Das Geräusch gerade nervig für euch. Würde mich wirklich interessieren. Viel besser jetzt. Schmeckt richtig lecker, aber komplett anders als Kakao. Irgendwie so vom Gefühl her so würde ich halt irgendwie, wenn ich es öfter trinken würde, immer den normalen Kakao bevorzugen, weil es halt nach Kakao schmeckt. Und das hier so ab und zu, aber da ist mir dann die Dose viel zu groß. Weiß ich jetzt schon, dass das irgendwie 3, 4 Jahre irgendwo im Schrank stehen wird. Aber schmeckt geil nach Karamell. Aber weniger schokoladig irgendwie. Ich hätte jetzt gedacht, dass es so ein bisschen so 50-50 ist, aber es ist sehr stark nach Karamell. Auf jeden Fall komplett anders als normaler Kakao. Gut. Habe ich ordentlich Geld ausgegeben für etwas, das jetzt jahrelang im Schrank steht. Irgendwie war mir so, als hätte ich noch anderen Kakao gesehen von anderen so Schokoriegeln irgendwie Herstellern. Aber ich komme nicht drauf, was es war. Obwohl. Nee, das verrate ich ja später. Es hat was damit zu tun, aber das dauert. Ach, egal. Gut. Sind wir heute durch. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dann. Heute habe ich Lein-Knuspermüsli to go. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Sind, glaube ich, sogar die Original Maggi 5-Minuten-Terrine-Becher. Habe ich überlegt, ob Maggi ein Unternehmen von Nestle ist.